als liberaler Publizist, der tatsächlich auch früher mal angefangen hat mit Blogs, kann man natürlich nachvollziehen, ganz besonders nachvollziehen, was dieses Schicksal von Raif Badawi bedeutet. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass manches, was ich in den letzten Jahren geschrieben habe an Kritik an Papst, Kanzlerin, Bundespräsident oder wem auch immer, mir wahrscheinlich mehr als 1000 Stockschläge in Saudi-Arabien beigebracht hätte. Deswegen ist es natürlich was mir auch persönlich sehr nahe geht.